So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Cossacks 3. Im letzten Part haben wir endgültig den Non-Blind-Part quasi beendet. Und ab jetzt wird's blind. Denn diesen Fluss habe ich in meinen, naja, ich sag jetzt einfach mal, so spielen wie bestritten. An Ressourcen müsste ich eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Ich bin dabei, den Tommy schon mal auseinanderzunehmen, weil der jetzt natürlich in der Verteidigung halt auch da rumsteht. Und dann muss ich mal gucken, was hier noch alles rumsteht, was man im Übergang extrem auf die Eier gehen könnte. Auf jeden Fall hier haben wir hier ein paar Blitzen, also wir wissen traditionell, die Blitzen haben nicht so eine hohe Reichweite. Ansonsten, wir können das hier belagern, das hier beschießen auf jeden Fall. Das war einfach. Kommen noch mehr von den Pennern, die können wir auch einfach wegpusten. Wir müssen halt immer aufpassen, dass wir nicht zu viele Ressourcen einbüßen haben. Nee, nicht angreifen, nicht angreifen. Die werden von alleine sterben. Da habe ich was erwischt. Ein Offizier sogar erwischt. War denn das gewesen? Ach, der holt die Kanone ran. Okay. Kanonenhunde ist böse, die machen auch Haufen Aua. Jetzt bin ich zurück. Ich weiß gar nicht, kann ich die Kanone mit der Kanone ausschalten oder muss ich hier bolten? Dann probiert's mal. Die nerven da. Die hätten ein bisschen viel AP dafür. Ich glaube, die muss ich echt erbeuten. Schießen aber nur von Haubitzen. Dann auf damit. Und Bahn könnte ich mal hier aufschießen. Okay. Eine Kanone haben wir uns hergeholt. Ich kann auf die Gebäude schießen, das ist auch gut. Was ist das denn hier? Okay, macht ja sowas auch manchmal. Das ist ja blöd werden mit den Dingern. Dafür wäre vor allem eine gute Kavallerie sehr sinnvoll. Aber eine gute Kavallerie habe ich noch nicht. Ich habe erstmal einen Stack. Das ist zu wenig. Oh, unglaublich. Da ist die Kaserne des 1800s fertig. Und da können wir uns ranholen. Pikeniere, Padure, die Eliteeinheiten. Musketiere, Grenadiere, Untertrommler und Offiziere sind 1800. Sie haben natürlich ihre eigenen Fähigkeiten, ist ja klar. So, die Gebäude reißen wir jetzt auseinander, weil ich keinen Bock habe, dass er hier mir irgendwie noch ein paar Truppen ranholen kann. Und dann muss ich mal nachschauen. Hier sind eigentlich keine Kanonen mehr da, er hat nur noch hier welche. Und da ist die Frage, wie kann ich da am dümmsten Schaden machen? Das ist mit dem Kavallerie so lange dauert. Gab es nicht irgendwie ein Upgrade, wenn ich die Rekrutierungszeit verdoppeln konnte? War da nicht irgendetwas? Na dann was doch, warum habe ich es nicht gemacht? Bestimmt wieder übersehen, ne? Ich kenne mich ja. Ich übersehe so viel. Okay, das hier könnte ein Problem werden. Sieht aber nichts. Gebäude kriege ich auf jeden Fall auseinander. Das, was hier an Einheiten übrig bleibt, ist auch nicht so schlimm. Da kann ich die Kavallerie einfach durchschicken. Und da kommen zwei neue Kanonen angeeiert. Okay, wissen wir Bescheid.
schon mal mit drauf schießen? Ne, die waren das. Ja, komm, wohl, die habe ich auch geupgradet. Schon mal anfangen abzugraden. Okay, dann geht es jetzt ein bisschen schneller. Habe ich falsch gelesen? Sorry. Die Ernte wieder erhöhen. Dafür Holz ausgeben? Ja, gerne. Aber noch eine Zeit weiter geht nicht, ne? Ne, ist immer Maximum. Gut, das Häusel ist kaputt gegangen. Dann können wir die Bomben schon mal auf Seite schieben. Die brauche ich erstmal nicht mehr. Weil da gibt es auch nichts mehr, was ich vernichten könnte. Und müssen jetzt erstmal auf den Angriff von zwei Kanonen einstellen. Das müssen eigentlich meine Kanonen gut abwehren können. Ja, und dann müssen wir zu den ganzen Wurst hier noch kommen. Den Kavallerie würde ich eigentlich gerne durchschicken. Ich habe ungefähr eine Idee, wie ich das mache. Trifft sie auf Distanz und im Nahkampf. Muskeltier klingt eigentlich am vernünftigsten spontan. Ach ja, hier ist übrigens der gleichnamige Ballon und der sieht halt alles. Oh, will er einen All-Out-Attack machen? Meinetwegen. Ich glaube nicht, dass du gewinnen wirst, aber meinetwegen. Ein bisschen poken. Wäre auch gut, wenn die Jungs auch in Reichweite wären. Halt, 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 die wollen wirklich kommen. Aber jetzt drehen sie wieder ab. Poken. Das ist schon einiges an Armee, was er da hat. Ich versuche einfach mal zu poken. Könnte klappen. Ach, ich habe noch eine Kanone aus Wanderbeutel, die kann man ja auch noch einsetzen. Warum nicht? Oh, klappt echt, er kommt. Na, viel Spaß, mein Freund. Ich glaube zwar nicht, dass du was erreichen kannst, aber okay, mach ruhig. So schnell verliert man eine Armee in Cossacks. Gut. Wir schieben die Kavallerie rein. Die viel zu klein ist als Einheit, aber bleibt keine andere Wahl. Wir holen sich schnell die Kanonen. Radieren das hier aus, holen sich die ganzen Kanonen. Und dann haben wir diese ganze Pest schon mal hinter uns. Da können wir uns ja auch hier rübersetzen. Was sind das für Einheiten? Osmanische Pikiniere. Oh, warum müssen es Pikiniere sein? Ja, wir rennen hier durch. Ich glaube, die Bogenschützen sollten nicht so viel Schaden machen können. Na ja, gut, ich muss austesten, was das alles ist, ne? Vor allem das ist halt schlimm. Aber ganz ehrlich, wenn ich durch so einen Suicide-Angriff einiges killen kann, dann ist es mir recht. Suicide-Angriff, das funktioniert. Den können wir jetzt auch noch wegschieben. Und damit können wir auch in aller Ruhe hier wieder unsere ganzen Minen bemannen. Oh, hat doch funktioniert. Ein bisschen unfair zu den Jungs.
Dieses scheiß Hin und Her hier gerade, ne? Auch weil ich den Rest nicht ranhole. Oh, freundlich. Man muss so lange nachladen. Aber geil, das haben wir erledigt. So. Können die das aufbauen? Ja, es können erstmal nur 5, aber wir kommen trotzdem mit. Und dann können wir uns endlich mal hier rüber setzen. Jetzt kann mich eigentlich hier nichts mehr aufhalten. Und die Anhöhe als strategischen Punkt nutzen. Das ganze Truppen da. Bombarden hoch. Kanonen alle hoch. Das hätte mir wehtun können. Hat er nämlich gerade noch meine ganzen anderen Truppen ausgeschaltet. Aber gut, jetzt gehört mir die Anhöhe. Komm hier rüber. Schieß gerade zu seinen Einheiten dahin. Einmal erweitern. 2 sind zu viele. So. Die Steingesellen. Und rein da. Okay, das hätten wir schon mal. Jetzt geht es erstmal darum, wie geht es jetzt weiter? Wir haben hier noch ein paar Einheiten, die nicht so schlimm sind, und da sind vor allem Türme. Die wollen wir als erstes mal erledigen. Also schieben wir unsere Bombarden wieder ran. Mit der Kanonade kann ich hier ein bisschen reinhalten. Warum ist das jetzt mit den Kästchen so doof? Was halt so geht auch. Weg mit dem Turm. Will niemand haben. So, Kavallerie haben wir auch wieder eine volle. Schieben wir erstmal nach unten als Reserve hin. Und oh, ich kann auch deutlich mehr Einheiten ranholen. Vielleicht soll ich mir ein paar Musketiere mal echt aneignen. Warum nicht? Ich habe es zwar noch nicht erweitert, aber das können wir auch noch gleich machen. Einfach nur, weil ich mit da schon ein paar Truppen halt habe. Die Goldmine wäre mir lieber. Na, sieh mal einer an. Ich weiß gar nicht von wo. Von da unten. Ja, komm, geh vor. Du warst gerade so schlau, dir vorzuschicken? Ganz alleine war es nicht so schlau. Ja, die KNF mit seinen ständigen Hin- und Herangriffen. Das ist ganz nicht so.
haut ihm so ein paar einzelne Kanonen mir entgegen, das nervt. Halt auch die Türme, das nervt. Und dann stoppt er mir so viele Einheiten davon weg, das nervt. Ja, wie es halt eben so ist, ne? Die Dinger sind dafür da, dass man sie zur Verteidigung nutzt. Dann kommt er mir mit seinen ganzen Bogenschützen um die Ecke und greift mich damit auch noch an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Kanonen bitte mal alle mitnehmen. Es nervt schon ein bisschen. Wir werden uns nochmal mehr Pikenier noch aneignen. Das war richtig viel. Ich hätte einige von euch lachen mich sowieso schon aus, weil ich sie zu wenig Einheiten rekrutiere. Scheinlauftruppe fehlt mir, die muss auch erstmal hier hoch. Auf den Kanonen sichergestellt. So, noch wieder haben die nicht, ne? Oh lol, haben die doch. Das trifft sich hervorragend. Dann kann der Turm nicht aufweg, dann könnte ich theoretisch auch die ganze Schlucht hier unter Kontrolle bringen. Und das wäre, wenn ich das schaffen würde. Ja, jetzt muss eigentlich nur der Turm weg. Dann haben wir eigentlich die ganze Schlucht gut im Blick. Kann ich nicht mit den ganzen Kanonen die Jungs hier hinten angreifen? Ich wollte sagen, soll auch gehen. Kann man das schon ein bisschen minimieren. Die Jungs kommen dahin, weil sie ein bisschen besser aufgehoben sind. Tom sagt gleich adieu. Valerie. Okay, der Kavallerie-Charge war mal sehr fail. Dann lenkt der Kanone oben, ich bin die Krise. Ne? Wir haben eine schlimme MS-Kavallerie und damit können wir die Kanone schnell in Besitz nehmen. Gleichzeitig zimieren wir den hier ein bisschen. Oh, sie geht kaputt. So, die haben nichts zu tun, die haben nichts zu tun. Hier rekrutiere ich fleißig. Oh. Ich glaube auch, wenn du aus dem anderen gerne möchtest, aber hier kommt er nicht so schnell durch. Ja, mein Sitz schadet schon ein bisschen zu früh. Was war das jetzt? Ich hätte wieder auf den Kanonen nach vorne gebracht, aber ich werde die ganzen Einheiten da weg haben. Hoken. Charge. Sein Typ eh schon alle oben. Und dann holen wir uns schon mal die ganzen Kanonen hier. Erst muss aufhören, aber es kann nicht so schnell aufhören. Schon mit unseren Truppen einen Suicide-Angriff machen auf die Bogenschützen. Und dann könnte ich schon mal das hier umstellen. Ah, das ist eine Schutzkiste. Dass man kein Geheimnis hier ist. Hier oben rein. Die Kanonen bitte hier hin. Ich hätte gerne mehr Musketen schützen. Das ist noch eine größere Gruppe. Nochmal eine 70er. Oder auch eine 80er, warum nicht?
bin leider in den falschen Mir reingelaufen. Aber nicht schlimm, die Bogenschützen knicken um die Strohhalme. Und wenn die weg sind, die nerven halt so sehr, wenn ich hier runterlaufe. Haben wir das schon mal erledigt. Das ist mir egal, wenn die Kavallisten alle sterben. Dann haben wir schon mal die Schlucht gesäubert. Ich sage, die knicken um die Strohhalme. Dann können wir auch ruhig so sein, oder nicht? Dann gleichzeitig hier noch ein paar mehr holen. Und die späteren Kavallisten kann man sich auch ausbilden, warum nicht? Husaren vor allem. Extrem starke. Gut, der Part ist fast vorüber und die Frage ist jetzt, wie können wir den sinnvollen Ende unterbringen? Die Schlucht haben wir in Besitz genommen. Hier gibt es nichts mehr, was nicht von oben aus angreifen könnte. Lediglich haben wir hier ab und zu ein paar Mannangriffe, der rüberkommt. Und dann haben wir halt diese Siedlung hier. Da vorne haben wir einen Turm, der ist nicht das Problem. Und das war's. Sonst ist es ja sturmreif. Ein Türmchen noch. Ist die Frage, wie kann man das jetzt sinnvoll umwandeln? Was habe ich eigentlich noch an Fernkampfeinheiten? Gar nicht mehr so viele. Jetzt ein Musketenhaufen. Den ganzen. Ich habe eine Menge Kanonen, aber echt wenig Einheiten. Die haben echt eine Menge Federn lassen. Eine neue Theorie. Ihr müsst da weg. Die Kanonen müssen hier oben hin. Die können mich sehr, sehr früh schießen. So. Ach ja, ich mache auch mittlerweile ein bisschen Geld. Da kann man die Feuerkraft auch schon mal erhöhen. Gerade wenn man Musketenschützen lässt, dann nicht halber Segen. Oh, darum achten, dass wir noch einiges nachhauen. Und 20.000 kann man auch locker leisten. Aber mal Imba-Feuerkraft. Die arme Einheit, Alter. Diesmal richtig auseinandergeflogen. So, bin ich schon dahin, weil wir schon sehr früh schießen können. Und dann soll er ruhig mal versuchen, mir den Hügel wegzunehmen. Schafft er nicht. Ich haute meine Einheiten hier ein bisschen und dann greife ich den nächsten Part, denke ich mal, unten an. Weil ich mich ja gerne noch warten, bis meine Truppen um 18 Uhr da sind. Aber die sind recht stark und ich bin mir gerade schön beim Upgraden. Kann sein, nicht auch mal alle heilen, warum nicht? Ja, hier, da komme ich nicht mehr voran. Wir sind die Kanonen. Wenn die Kanonen muss ich halt gucken, dass ich irgendwie ein paar treue Truppen rankomme. Weil das nervt richtig, die Kanonen. Ausweichen kannst du vergessen bei so vielen Einheiten. Müssen sich echt gucken, dass du hier mit ein paar Einheiten hast, die rübergehen. Ja, und lässt sie, ja, die Luft hier haben, toll. So, Gehalt haben wir sie. Das kann ich auch mal machen. Habe ich noch irgendwas, das meine Einheiten profitieren könnten? Sturmlizenz bringt mir nichts. Ja, ich könnte den Nahkampf. Da haben wir noch was, die Feuerrate. Jetzt machen wir auch. Laufen ist fast durch. Ja, wir haben ihn schon ziemlich. Was sie hier macht, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ist nicht tragisch. Wie gesagt, hier sind wir nahezu am Durchbruch. Das Türmchen schiebt mir noch im Weg, aber ist nicht schlimm. Ich kann mich gleich hier einfach verschanzen, wo das. Steinmeffizienz, wie gesagt. Nö. Erstmal nix. Das ist alles für Werften. Da fehlt mir ein Haufen Kohle und da fehlt mir sehr viel Gold. Das meiste haben wir tatsächlich schon gemacht. Oh, nur als 72er kannst du machen, okay? Egal, dann kommt trotzdem runter. Dann holen wir uns da trotzdem ein paar Truppen ran. Und ich spiele extrem ineffizient, das weiß ich auch. Aber ich kann ja nichts dafür. Ich muss mich jetzt selber erst ein bisschen reinfinden. Guck schon, die nächsten Kanten. Das ist ätzend, wenn mir die Kavallerie fehlt. Deswegen würde ich einfach mal sagen,
Holen wir uns nochmal einen 40er Stack ran. Dann habe ich wieder welche. Du kannst natürlich auch mal hier oben rankommen. Achso. Hoppla. Stimmt ja. Der ist noch nicht rekrutiert worden. Was wollt ihr denn? Es ist mega nervig, dass die Kanonen so viel AP haben. Normalerweise sollten die Kanonen nicht so viel haben. Ich könnte sie dann easy mit meinen Kanonen ausschalten. Ne, dann gebe ich Volldampf und das macht ihnen nichts. Und stattdessen zupfen die meine Einheiten weg, als wären sie Grashalme. Von den ganzen Beschuss hatten die mir jetzt gerade nur eine Kanone dran glauben müssen. Ne, nicht mal. Die haben drei überlebt. Das ist unglaublich, ey. Ah, okay. Na, dachte ich mir, jetzt noch eine Zeta hierfür. Ein bisschen OP sein. Ich kann so viele Truppen produzieren. Ich müsste sich noch mehr Kasernen ranholen eigentlich. Ganz ehrlich, ran mit dir. Komm mit her. Verteidigung noch hin von den guten Boys. Ein paar Musketenschützen für mich. Mal eine Ewigkeit, bis sie mal da sind. Jetzt dachte ich mir schon wieder, dass das viel kostet sonst. Aber gut. Sehr schön, Kavallerie mal schon mal wieder hier. Das ist ein bisschen angenehmer. Was kommt los für durch die Einheit? Schicken, bevor die Kanonenhalle schon so eine Scheiße baut. Ach, da stehen schon die nächsten. Ja, wie gesagt, ich spiele gegen zwei Spieler. Mit einem ziemlich low Skill. Was mir auch gefällt, weil... Naja. Haben wir es alle erwischt? Scheint so, okay. Ein bisschen näher. Ja, ich weiß, dass ihr Kanone hast. Das weiß ich schon, keine Sorge. Ich habe hier aber auch Kanonen. Ja, wie gesagt, die Einheit schalte ich aus und im nächsten Part zerlegen wir den ersten Spieler hier. Hier gibt's ja nicht umgedreht. So ist recht, stehen bleiben und sterben. Dann holen wir uns jetzt noch. Ach, und das sind die nächsten alle. Das sollte wirklich Husaren mehr eignen. Gegen die ganzen Einheiten kann ich auch mal einrennen, warum nicht? Bei der osmanischen Kavallerie ist meine irgendwie stärker. Sagen wir, weil ich sie geupgradet habe und er tut's nicht? Keine Ahnung. Oh,
Boah, der Wahnsinnige schießt seine eigenen Leute auf. Auch das noch. Nope, nope, nope. Ich will nicht so viele Kavalleristen verlieren. Kavalleristen, ich habe hier die nächsten fertig. Rüber. Zack, zack. Und dann will ich ein paar Hüs haben. Weißt du, was wir machen? Da gibt es 40 draus. Gucken wir uns nochmal 70 von den Jungs holen. Der Feind zieht sich gerade sowieso zurück. Wie ich es gerade richtig gesehen habe. So. Yep, tut er. Gut, im nächsten Part machen wir den Angriff. Unsere Truppen sind vollzählig. Und da können wir den Spieler Mustafa erstmal erledigen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.